Geht los. Hallo, ich begrüße euch zu meinem Vortrag Balkonkraftwerk errichten und messen bei den Grazer Linux-Tagen. Mein Name ist Martin Strohmeier und ich habe schon öfter hier Vorträge gehalten und bin froh, dass ich auch wieder einen Vortrag halten kann. Ich möchte mal kurz anfangen mit der Definition. Was ist denn eigentlich ein Balkonkraftwerk? Das ist so ein üblicher Name. Offiziell heißt es Kleinsterzeugeranlage, also kleiner 0,8 Kilowattstunden, also 800 Watt, Kilowatt. Für Einspeisung ins Stromnetz ohne Einspeisevergütung. Man kann also praktisch sagen, das ist eine Plug-and-Play-Solaranlage, die man sich kaufen kann, die dann aus ein oder zwei Solarmodulen besteht. Und der Gesetzgeber hat da erleichterte Regelungen und Vorgaben geschafft, dass man das relativ leicht sowas umsetzen und selber machen kann. Welche gesetzlichen Vorgaben hat man da jetzt sozusagen? Bei dieser Kleinsterzeugeranlage, das eins ist einmal, man muss den Netzbetreiber anmelden. Das ist vor allem auch deswegen, weil der hat einen, betreibt eben dort auch einen Zähler, der für die Verrechnung des Bezugs verwendet wird und der muss eine Rücklaufsicherung haben. Deswegen meldet man den dort an, wenn man noch einen alten Ferraris-Zähler hat, also das sind diese Zähler, die so eine Drehscheibe haben. Die haben das Problem, dass sie rückwärts laufen könnten, wenn jetzt eine Einspeisung erfolgt. Und das ist praktisch nicht erlaubt. Deswegen braucht man hier einen neuen Zähler, der Rücklaufsicherung hat, beziehungsweise jetzt die immer alles diese Smart Meter ausgetauscht werden. Dann, was noch wichtig ist, dass CE-Kennzeichnung auf den Solarmodulen ist. Und vor allem, also der Wechselrichter, der jetzt diese Einspeisung vornimmt, der muss eine Tor-Zulassung haben. Also Tor ist die technische, organisatorische Regeln für Betreiben und Benutzen von Netzen. Das ist also die österreichische Regeln werden so genannt. Und ja, da muss er eine österreichische Zulassung haben. Und das ist gedeckelt eben mit maximal 800 Watt, was die haben dürfen. Es gibt noch ein paar andere, manche Regeln, was der Netzbetreiber aufstellt, ob die jetzt gültig sind, ist nicht ganz fix. Es gibt da eine Studie eigentlich, die kann man sich im Internet runterladen und lesen. Die ist extra für die österreichische E-Control gemacht worden und ich glaube, dass das auch die Grundlage für die Gesetzgebung gewesen ist. Das ist sehr interessant, hat 114 Seiten, ist relativ umfangreich. Was essentiell jetzt für mich in dieser Studie war, ist also eine Art Fazit am Schluss. Das sind relativ viele Punkte in diesem Fazit. Ich habe jetzt ein paar herausgenommen, um nur so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie sie das gestaltet. Also sie schreiben dort, dass eigentlich so eine Home-PV-Anlage, die man da ins Netz einstellt, die führt zu keiner Überbelastung des eigenen Hausnetzes oder sowas, sondern eher zu einer Entlastung des eigenen Hausnetzes. 800 Watt ist relativ wenig für die Auslegung so eines Netzes und deswegen ist das eigentlich kein Problem. Dann für den Netzbetreiber selbst hat diese so eine PV-Anlage eigentlich keine Auswirkungen. Das ist irrelevant für den. Das ist so eine geringe Leistung und selbst wenn, also dort in der Studie wird dann auch gesagt, ja, wenn so und so viele Leute das machen, wie viel ist wahrscheinlich, wie viel ist ein Maximum, auch in diesen Gesichtspunkten ist das im Grunde für den Netzbetreiber irrelevant. Dann, was noch ist, also durch diese Einspeisung besteht, dass die Netzstabilität wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das ist keine Gefährdung sozusagen. Und insgesamt kommt man eben zu dem Fazit, dass das vollkommen unproblematisch ist, sowas zu betreiben. Deswegen hat der Gesetzgeber das praktisch freigegeben. Aber sie haben natürlich irgendwo eine Obergrenze einführen müssen und die ist dann bei 800 gewesen. Es ist, man sieht im Netz sehr oft die Grenze von 600. Das war so, dass in Deutschland und wahrscheinlich auch in Österreich, weiß nicht genau, die Grenze früher mal auf 600 war, aber die ist vereinheitlicht worden auf 800 und ist in der Gesetzgebung schon so umgesetzt worden. Was sind die Vorteile dieser Art einer PV-Anlage? Das vor allem, also man hat relativ geringe Investitionskosten. Man kriegt da relativ gute Ersparnis, weil auch der Eigenverbrauchsgrad relativ hoch ist. Also man erzeugt ja nicht so viel Energie und die verbraucht man auch normalerweise zu einem Großteil schon im eigenen Haus, sodass gar nicht zu einer Einspeisung ins öffentliche Netz in dem Fall kommt. Dann ist man natürlich auch Teil der, wenn man sich sowas macht, ist man Teil der Energiewende sozusagen. Also das ist auch so ein positiver Effekt für die Leute, die sowas besitzen, dass sie sagen, okay, ja, ich mache auch was. Und ein wichtiger Grund ist auch, dass das auch in der Miete und im Wohnungseigentum funktioniert, sodass praktisch, wenn man einen Balkon hat oder einen kleinen Garten bei seiner Wohnung dabei in der Stadt, dann kann man das schon umsetzen.
Theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass ja, Hausverwaltungen das verbieten, wenn es optisch nicht in Ordnung wäre, also das Hinhängen irgendwo, aber meistens gilt das, also wird es nicht möglich sein, das zu verhindern. Und auf großer Vorteil ist natürlich auch die einfache Installation, die normalerweise auch ohne Elektriker und ohne Fachkraft selbst durchgeführt werden kann. Nachteilig kann man eigentlich wenig sagen, ich meine, es ist ein bisschen eine geringere Leistung, die dadurch ist, das ist vielleicht der einzige Nachteil. Ihr werdet es bei mir auch immer sehen, da sind halt immer die vollen 800, ich schreibe manchmal nur 300, 600, weil es ist immer die Frage, wie viel ich dann wirklich erzeugen kann, das sehen wir dann nachher. Gut, welche Komponenten brauche ich jetzt für so ein, also ich kann mal, grundsätzlich kann ich mir natürlich ein Komplettsystem kaufen, es gibt mehrere Hersteller, die schauen wir uns dann später an, die auch Komplettsysteme verkaufen. Ich konzentriere mich eher jetzt so auf Einzel, wenn man sich das einzeln zusammenstellt, weil ich den Background entsprechend habe. Wir brauchen zum ersten Mal einmal Solarmodule, ein bis zwei, je nachdem, wie stark ich es auslegen will. Die könnten so, also die Solarmodule früher waren so 280 Watt, jetzt haben wir viel stärkere Solarmodule, die es da gibt. Da geht man Richtung 380 auf Richtung 400 Watt, können die unterschiedlich. Ist dann auch natürlich eine Preisfrage, was man, aber ich würde auf jeden Fall so Richtung eher höhere Leistung in die Module gehen, weil das auch dann natürlich von der Sonne abhängig ist, wie viel man wirklich rauskriegt. Dann als zweiter braucht man natürlich den Wechselrichter, der die Einspeisung dann von der DC-Solar-Spannung und Strom, der da liefert, in das Hausnetz, in die 50 AC-Wechselspannung liefert. Da gibt es eben die kleineren, die um die 300 Watt. Der Preis ist, ja, ist vielleicht sogar ein bisschen geringer, ist ein bisschen hoch mit 190, gibt es ab 140, glaube ich, im Endeffekt, wo das beginnt, bis 190, so in dem Bereich. Oder im stärkeren Wechselrichter im Bereich von 600 bis 800. Bewegen wir uns dann zwischen 230 und 300 Euro. Schauen wir uns dann später noch genauer an, was man da gibt. Dann darf man natürlich nicht vergessen, ich brauche die Stecker entsprechend dazu. Da muss ich schauen, dass ich das mitbestelle. Gibt es vorgefertigte Sachen oder man macht sie das eben selber. Ein wichtiger Punkt bei den Komponenten ist immer die Montage. Das muss ich mir vorher überlegen, wie ich die aufstelle. Das ist natürlich wichtig, weil ich Wind und Belastungen so weiter durchaus habe. Und das, da ist man natürlich selber verantwortlich, dass man das ordentlich fixiert. Das ist wichtig, sich das vorher zu überlegen. Und dann haben wir noch den dritten oder den letzten Punkt, wo ich sage, Energiemessen, theoretisch brauche ich das nicht, nur wenn ich schon eine Solaranlage habe, man soll es mitmessen, weil man kriegt ja nicht einmal mit, wenn das nicht richtig funktioniert und nicht richtig einspeist, das würde man ja gar nicht merken. Und preislich sind wir bei der kleinen Anlage so in etwa jetzt richtmäßig 400 Euro und bei der großen bei 700, eben wenn man das so mit Einzelkomponenten das macht. Die wichtigste Komponente in dem Fall, oder eine, andere sind auch wichtig, aber eine Komponente wäre der Wechselrichter. Da gibt es verschiedene Hersteller, meistens asiatische. Ich fange mal mit dem untersten, den Growatt, links unten an. Die haben interessante Produkte, so viel ich weiß, glaube ich, auch WLAN gekoppelt auf die Daten drauf, wäre prinzipiell ganz cool, aber der hat keine Österreich-Zulassung. Also einer von den Shops warnt extra, Österreich hat keine Österreich-Zulassung und der hat, so viel ich weiß, keine. Also ich würde ihn nicht einsetzen, wenn er nicht eine Österreich-Zulassung hat. Also dann gibt es noch zwei andere, den AE Conversion. Das ist ein europäischer, also ein deutscher Hersteller, so viel ich weiß. Ist aber technisch aus meiner Sicht nicht so gut. Habe ich aber schon gesehen, also der wird in Österreich auch eingesetzt. Die interessanten meiner Meinung nach sind Invertech und Heumiles. Das sieht man auch bei Anbietern, die jetzt Komplettsysteme anbieten, die verwenden oft die zwei, aber auch AIA-Conversion gibt es auch. Die Unterschiede sind immer, wie er die einzelnen Module, also wie viele Kontakte hat. Das MC4 ist der Anschluss für das Solarpanel. Wie viele Anschlüsse und wie viele MPP-Tracker der hat, also wie viel er gleichzeitig auf einen eigens ansprechen kann, sozusagen. Und wie die Daten zum Auslesen von denen sind. Der Invertech hat da so eine Art Stromstecker, also der übermittelt die Daten über das eigene Stromnetz. Da muss man den Datenauswerter an die gleiche Stromleitung mehr oder weniger stecken und hat dann dort die Kommunikation, ist nicht so teuer, das Modul. Und Homiles hat ein proprietäres, zwar 4 GHz Datenübertragung mit irgendeinem System, was man nur vom Hersteller praktisch kriegt. Ich persönlich habe mich für Homiles entschieden. Dort gibt es auch explizit das Store-Zertifikat, der Invertech gibt es an, dass es das gibt, aber beim Homiles kann man es auch runterladen, das Zertifikat für Store, und er hat alle verschiedenen Varianten, also da gibt es immer verschiedene Leistungsklassen
für diese Wechselrichter. Und der HOMILES hat für alle Outdoor-Zertifikate, das man sich runterladen und anschauen kann. Also das ist meine Empfehlung. So, gehen wir Richtung Wechselrichter. Und also Lieferanten. Das ist jetzt vor allem jetzt natürlich ein Riesenproblem, das jammern alle furchtbar, wegen Zulieferung, weil das halt teilweise über Asien und vor allem auch Shanghai kommt, wo es jetzt wieder Lockdown gibt und so. Also die haben alle Probleme mit Lieferproblemen. Da muss man sich dann anschauen, wie die Lieferzeiten sind. Schon Shops bekannte, also hauptsächlich im Internet kann man die raussuchen, Shops bekannte, Enercap, Alpha, Solar, Pi und so und Sodo, Sotcon. Ich habe bei einigen von denen schon bestellt. Der Enercap ist ein österreichischer, ist aber auch ziemlich überlastet, jetzt immer mit Bestellungen, der jammert ein bisschen. Dann Alpha Solar habe ich bestellt, ist auch ganz gut, ist ein deutscher Shop. Und ja, also die sind meiner Meinung nach okay, den BV und so, den kenne ich jetzt nicht, aber bei den anderen habe ich schon bestellt, war es in Ordnung. Es ist nur so, die Wechselrichter kann man natürlich bestellen, die werden über die Post geschickt. Und das ist kein Problem, kann man überall bestellen praktisch. Schwieriger ist es bei den Solarmodule. Die sind relativ groß, jetzt kostet der Versand relativ groß. Der Alpha Solar hätte eine Abholstation in der Nähe von Graz, aber das hat bei dem auch nicht so super funktioniert, weil dort kaum Bestellungen waren. Also da wäre eigentlich gedacht, dass ein LKW dort mit mehreren hinfährt und dann kommen alle holen, aber da bestellen so wenige offensichtlich. Und deswegen habe ich immer in der Nähe von Graz geschaut, wo ich Module bestellen kann. Und hier bin ich beim Bolt Solar, der ist in Gradwein. Da kann man mit einem größeren Auto dann hinfahren und sich die Solarmodule holen. Der hat jetzt aber auch Probleme. Der hat, also da gibt es 385 Wattige, relativ guten Preis. Aber der hat eine Bestellung und bis jetzt wieder die neue Bestellung nicht bekommen. Und der ist, soweit ich weiß, jetzt ausverkauft. Sonst kann man auch viel haben. Mal schauen, da sind einige Shops drinnen. Komplettsysteme gibt es natürlich auch. Das ist Sonnenkraft. Der verwendet übrigens HOMILES. Wechselrichter, der ist glaube ich in Lassnitzhöhe und in Graz gibt es einen EE-Deck, der hat EET, der hat einen Vertec Wechselrichter, aber relativ lange Lieferzeiten glaube ich immer und ansonsten kann man auch viel haben, natürlich schauen. Wichtig ist eben auch die Anmeldung, wenn ich die Materialien einmal alle gekauft habe. Natürlich auch wieder nochmal kurz erwähnt, man muss auf die Adapter natürlich aufpassen, also die Stecker, dass man das alles mitbestellt. Wenn man das alles bestellt hat, gleich einmal auch die Anmeldung bei dem Netzbetreiber. Da müsst ihr aufpassen, das ist nicht der, wo man den Strom bezieht, der in die Rechnung schickt, meistens, sondern wir brauchen den, der was das Netz betreibt. Da gibt es in Graz nur zwei, das ist Energienetze Steiermark und Energie Graz. Vorher schauen, bei wem man ist, wenn man da an den Falschen anmeldet, dann sagt er, oh, ich bin's nicht. ja, also wir haben aus Versehen einmal beim Falschen angemeldet. Welche Verrechnung? Wo wird was rückverrechnet? Da wird nichts verrechnet. Nein, es gibt keine Einspeisevergütung. Das heißt, bei diesen gibt es keine Einspeisevergütung. Alles, was ins Netz zurückgespeist wird, was man selbst nicht verbraucht, ist geschenkt. An die Umwelt, an den Nachbarn. Nein, an den Nachbarn ist nicht geschenkt, Entschuldigung. An den Nachbarn, es ist am Netzbetreiber geschenkt. Der Nachbar kriegt es wieder verrechnet, was man eingespeist hat. Das fließt bei uns raus und beim nächsten wieder rein. Und der zahlt dann dafür. Das ist so. Also man speist ja nicht wirklich viel ein, das muss man sich auch bewusst sein. Also das kommt natürlich auf die Einspeisevergütung, die steigt ja jetzt wahrscheinlich immer mehr. Noch ist ja eh relativ gering bei Fülle. Es wird sich ja absolut nicht rentieren. Weil man muss ja denken, man braucht einen eigenen Zähler in dem Fall. Man braucht einen Zweirichtungszähler, der zählt, wie viel eingespeist wird und wie viel man bezieht. Für den muss man auch Abgaben zahlen. Die Abgaben für den Zähler werden allein höher, wie das, was man einspeist. Würde ich einmal sagen. Also ich habe jetzt auch schon ein paar davon gebaut sozusagen. Wir sehen jetzt oben ein, das ist so eine Holzhütte, wo wir da einfach zwei Module aufs Dach reingeschraubt haben und angebunden. Und unten sieht man das auf einem Balkon raufgehängt. Das ist die Mechanik für das Aufhängen hat derjenige selbst gebaut. Da bin ich ja nicht so der Experte, bin mir der Elektriker und der Softwareler. Wie groß ist ein Solarmodul? 1,60 mal 1 Meter, glaube ich.
Ach so, Entschuldigung, ich muss die Fragen wiederholen. Die Frage war, wie groß ist so ein Solarmodul? Das glaube ich 1,60 mal 1 Meter. Also ich glaube, im Auto geht es schwer rein. Also ich habe immer einen größeren Sprinter oder irgendein Fahrzeug zum Transportieren verwendet. Ansonsten kann man es jetzt natürlich liefern lassen, aber das kostet so 80 Euro oder so, würde ich sagen. Es ist schon ein bisschen sperrig und wiegt ungefähr 20 Kilo. Also die jetzt diese Standardmodule, die preis-leistungstechnisch optimaler sind, muss man sagen. Alles, was nicht diesem Standard entspricht, ist, was ich so gesehen habe, relativ teuer. Gut. Kommen wir jetzt schon weiter. Wenn ich natürlich jetzt so eine Anlage montiert habe, dann will ich nachher wissen, wie viel Leistung bringt die, wie viel Leistung kommt da raus und wie viel Energie, also oder Arbeit habe ich über ein Jahr, über Wochen, über einen Monat, über ein Jahr zusammengebracht. Einerseits können wir natürlich jetzt das kaufen, was der Hersteller uns teuer verkauft für die Datenauswertung. Und das hängt dann davon ab, beim Home Miles ist das, gibt es einen kleinen Stick, also gibt es eine Stick-Version sozusagen, die kostet beim Enercap ist recht günstig, da kostet es um die 80, 90 Euro. In Deutschland kostet es 150 Euro oder so und dann gibt es noch eine größere Variante. Das ist, also ich habe mich dann immer entschieden, ich mache das extern. Mit einer Shelly habe ich mich entschieden. Da gibt es verschiedene Produkte. Es gibt ja, eins für die Steckdosen, das ist jetzt eher nicht so geeignet, wenn es außen ist. Und die anderen zwei sind eben in einer wasserdichten Dosen, kann man die einbauen. Und die besonderen Features, die haben wir mit WLAN drin, haben wir ESP8266, glaube ich, drinnen. Die Plus hat ein ESP32 drin, glaube ich. Und ja, die haben Wi-Fi-Kopplung, gehen bis 16 Ampere, was für uns natürlich viel zu viel ist, die Solaranlage. Die geht ja Richtung 3 Ampere maximal. Dann gibt es einen Hardware- und Software-Schalter, den ich über die App schalten kann. Es gibt vor allem eben die Leistungsmessung ist integriert. Ich habe dann eine App, mit der ich das auslesen kann. Und ich habe auch eine Zeitschaltuhr. Und für Leute, die halt nicht so gerne in die Cloud einladen, es ist auch offline-fähig. Eben Software gibt es eine App dafür und Cloud-Software und eben Qtd kann ich an die Home-Automation mit einbinden. Da haben wir gleich den Anschaltplan, wie man das reinschaltet. Es ist im Grunde, es macht keinen Unterschied, ob das jetzt erzeugt oder verbraucht wird. Das kann man immer gleich anschließen. Da braucht man auf nichts Besonderes aufpassen. Man kommt mit der Phase rein auf den L-Anschluss, mit dem Neutrallauter auf dem N und geht dann mit den Ausgängen, also 0 ist der Switch-Ausgang. Und damit geht man auf den Wechselrichter und das war's. Also ich empfehle eher die Plus, weil aus dem einfachen Grund, die hat nämlich zwei Klemmen für N. Da spart man sich eine Klemme in der Dose. Aber die kostet nur 2 € mehr. Auf das würde ich investieren. Sonst kann ich noch Bluetooth oder so. Ein paar Sachen hat sich besser wie die Net Plus. Ich habe jetzt einmal die Aufgabe gehabt eben bei so einem System, dass da kein Internet zur Verfügung gestanden ist. Wir praktisch jetzt die Shelly nicht direkt ins Internet geben haben können. Jetzt habe ich ein kleines Kastel oder ein kleines Raspberry Pi gemacht, der jetzt am internen WLAN einen Access Point macht. Also ein WLAN, auf das connectet sich die Shelly, der hat jetzt keine Verbindung ins Internet, ist nur auf die Zero verbunden und die Zero überholt dann Daten ab und zeigt es auf ein Display an, also die aktuelle Einspeiseleistung im Endeffekt. Es ist aber so, dass die Zero auch ein Wi-Fi hat und man könnte damit einen Access Point auf dem Handy oder sonst wo, die mal kurzzeitig ins WLAN hängen oder so für einen Tag oder so haben wir das gemacht für Datenaufzeichnung. Das schaut dann ungefähr so aus. Also ich habe ein kleines Kastel gemacht mit einem 3D-Drucker. Da drin ist die Raspberry Pi Zero mit dem Display, das ist ein TM1637 Display, das ganz einfach zum Ansprechen ist im Endeffekt. Und die Shelly hat da so ein HTTP-API. Da, wenn ich den Request oben zu will, dann kriege ich eine JSON-Antwort, also JSON-formatiert die ganzen Werte, Datum, Zeit, Temperatur, Leistung, aktuelle, ob er eingeschaltet ist oder nicht so und so weiter. Und dann kann ich da einfach mit einem Shell-Skript einfach das durchkreppen, sozusagen. Also mit JSON, der formatiert das JSON-Format nochmal ein bisschen um, dass es leichter mit Grep. Ja, Sachen außer wie da die Power rausholen kann. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwo noch hochgeladen, werden am GitHub vielleicht irgendwann aufgeladen. Ja, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel in die App, in die Cloud einlade, dann schauen die Kurven zum Beispiel wie so aus. Also hier oben habe ich einmal so Tageskurven von einer, so einer Solaranlage drinnen. Wir sehen einen guten Tag ganz links.
Da haben wir durchaus 4 Kilowattstunden erzeugt. Das ist ein super Wert, finde ich. Also in Graz haben wir ja mit Sonne, schaut es ja ganz gut aus, muss ich sagen. Das ist guter Wert. Und im Mittel, wenn halt so Wolken sind, dann fahren immer wieder Wolken drüber und reduzieren die Leistung. Und da, das ist jetzt so ein Mittelding mit 2 kW. Und ganz rechts, das war übrigens der gestrige Tag, der regnerische Tag, der hat praktisch nichts gebracht. Also das ist, kann ich das aber gar nicht lesen, 315 Wattstunden waren das. Das kann man vergessen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel so eine Woche anschauen, dann können wir da, das sind das die einzelnen Tage, das waren über sehr schöne Tage wieder in Graz, weiß jetzt nicht welche Wochen, vom 11. bis zum 17. Wir sind da fast immer auf die 4 kW gekommen, eben mit dieser tollen Beleuchtung, was wir jetzt haben, und einen schlechten Tag, ein bisschen Wolken haben wir gehabt. Und so ein Monatswert, das ist jetzt der März gewesen, glaube ich, da haben wir wahnsinnig super 90 Kilowattstunden erzeugt. Wobei im April schaut schlechter aus. Aber April ist noch nicht durch, deswegen habe ich jetzt den März genommen. Ja, so könnte das ausschauen. Was noch natürlich interessant ist, oder manchmal komme ich auch zu dem Hauptzähler zu mir. Als Wohnungsbesitzer vielleicht schwieriger, aber wenn ich ein Haus habe, dann kann ich ja direkt vielleicht zu dem Zähler hin, der mir der Netzbetreiber eben da zur Verfügung gestellt hat. Das sind jetzt eben diese Smart-Zähler, die getauscht worden sind. Da habe ich auf der linken Seite, also als Österreicher wären wir ja froh, wenn es nur 9 Regelungen gab, aber da gibt es ja in der Steiermark schon unterschiedliche Zähler und ganz österreichweit schaut es furchtbar aus, also ganz unterschiedliche Produkte gibt es da. Das ist in Graz, der linke, beides ist Energienetze Steiermark, links ist der Iskra, rechts ist, ist dieser andere, der D210DR. Der linke hat also eine optische Schnittstelle, die man, das ist so ein Magnetring, also so ein Metallring, da kann man das hin und das wird optisch seriell übertragen. Da kann man sich vom ELV, also so einen Adapter oder so einen Sensor bestellen, Smart Meter, ESIC, wenn es im Internet eingeht, kommt es dorthin, der kostet ungefähr 30 Euro. Den habe ich gegen einen Raspberry Pi, angeschlossen, wieder als Zero mit diesen, Display-Variante. Da haben wir oben ein GitHub-Repository, da ist dieses Projekt komplett drinnen. Das ist aber ein Python-Skript, das easy zum Verstehen und A-Seiter. Ja, der liest das einfach direkt aus und kriegt so in 10-Sekunden-Takt immer den aktuellen Verbrauch. Und wie wir da sehen, mit minus 346, das war, da war die Solaranlage, das war ungefähr Mittag, hat die gut eingespeist und wir haben nur da, was weiß ich, vielleicht ein bisschen was verbraucht, nur 200 Watt. Rechts sehen wir einen anderen Zähler, der hat zwar auch, das rechts sieht man, diese, der hat zwar auch diesen Sensor, aber da kann man nicht auslesen, sondern der hat unten an der Unterseite einen M-Bus RJ12 Anschluss, mit dem habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, den habe ich nicht anbinden können, deswegen habe ich mich an die LED gerichtet. Und zwar mit einem Fototransistor, mit einer Raspberry Pi, misse ich einfach diese LEDs, die oben der Pfeil hinzeigt, und darüber kann man sich den aktuellen Verbrauch ausrechnen. Hat aber einen riesen Nachteil, weil an der LED sieht man natürlich nicht, ob es jetzt in welche Richtung das geht. Weil wenn der 500 Watt oder 400 Watt anzeigt, dann weiß ich nicht, ob das Verbrauch ist oder Ding. Also er leuchtet auch in den, wenn er einspeist ins Netz, blinkt er gleich, wie wenn er verbraucht aus dem Netz. Das ist ja ziemlich blöd, wenn sie da gemacht hätten, dass die LED ausgeht, wäre mir lieber gewesen. Aber ja, müsste man da. Es gibt ein Projekt, das war früher GitHub, das war ein ESB-basierendes Projekt, das sich mit diesen ganzen österreichischen Zählern beschäftigt hat. Er hat alles dokumentiert. Es ist aber so, derjenige hat dieses GitHub-Projekt runtergenommen wieder. Und ich vermute jetzt, man kann es auf Willhaben kaufen. Ich vermute mal, dass das der Erfinder von dem ist und der verkauft es jetzt. Also ESB-basierend mit einem 3D-Druckgehäuse und die Sensoren lief da glaube ich auch damit, die sind jetzt so teuer, 33,90. Wobei ich eher M-Bus dann nehmen würde. So, jetzt, wenn wir jetzt schon PV-Anlage haben, dann schauen wir uns vielleicht auch ein bisschen die Verbraucher im Haus an. Ich habe es ein bisschen eingeteilt, also links mehr so Geringverbraucher, also so, was man vielleicht nicht erwarten würde, der Kühlschrank, aber wir schauen uns dann nachher nochmal genauer an, wenn die Zeit ausgeht. Ja, Computer, 3D-Drucker, das ist eher so geringe Verbraucher. Also im Haus hat man vor allem alles, was Wärme erzeugt. Das sind echte Verbraucher. Das fängt halt so im mittleren Bereich mit dem Toaster und Mikrowelle an. Waschmaschine, schauen wir uns das später nochmal genauer an, ist halt sehr variabel. Die heizt auf einer Seite und andererseits dreht sie nur.
Ofen ist natürlich auch, das ist es ist einer der größten Verbraucher, der ist dreiphasig und normalerweise angeschlossen, hängt aber natürlich davon ab, wie viel der verbraucht. Relativ viel Verbrauch, was man vielleicht nicht erwarten würde, sind so Plattengriller oder so Föhn, die sind richtig, also was die Industrie stellt, also nach Obergrenzen sind so meistens 2000 bis 2300, also 10 Ampere ungefähr. Das ist das, was die Industrie so an Obergrenzen hat. Für unsere Solaranlage wäre natürlich gut, je niedriger der Verbrauch ist, desto besser, weil desto mehr habe ich dann Eigenverbrauch. Das heißt, eigentlich wäre besser, wenn man einen Wasserkocher mit wenig Energie kaufen würde oder einen Plattengriller mit wenig Leistung, weil die Leute verkaufen immer viel Leistung, aber für unsere Solar wäre besser wenig Leistung. Können wir aber in dem Fall nichts machen. Und dann rechts unten, der ist rot einkastelt. Was ist das? Was ratet ihr? Der Boiler. Der Boiler, der macht warm Wasser und dort geht die Hauptenergie in einen Haushalt normalerweise rein. Sofern ihr einen habt, der was auch elektrisch ist. Es gibt natürlich andere, die Fernwärme und so weiter. Ich habe einen Fernwärme, ich kann da nichts machen. Aber wenn einer einen elektrischen hat, da geht die meiste Energie rein. Den schauen wir uns nachher nochmal genauer an. So, das wäre jetzt zum Beispiel, habe ich mit so einem Shelly S an der Steckdose mal mitgemessen, wie schaut es denn aus bei so einer Waschmaschine, wie verbraucht der? Das ist eine Waschmaschine, die nicht Warmwasseranschluss, die selber die Heizung macht. Wir sehen, dass sie am Anfang sehr viel Energie verbraucht, also so um die 2000 Watt. Und das hauptsächlich in Wärmeenergie sicher in Aufheizen da investiert. Und wir sehen da die rote Kurve, das ist die Arbeitskurve und da die meiste, da sind wir eh schon bei über 600, so ungefähr 600 Wattstunden ist da reingegangen und die gelbe Kurve bei einer, sagen wir jetzt 500 Watt, ich habe jetzt nur 500 genommen, weil es hängt davon ab, wie stark die Sonne ist und wie viel ich schon sonstigen Verbrauch im Haus habe, ist eher so realistisch wahrscheinlich 500 Watt, dann würde ich da etwa, sagen wir mal, 50% schaffen, dass ich die Energie aus der Sonne nehme. Wir sehen dann, die Aufheizenergie ist sehr stark, die Drehenergie, also die dreht ja nur die Wäsche dann. Und wir sehen dann ganz am Ende hinten, das ist das Schleuderprogramm, das braucht nur ein bisschen unter 200 Watt. Das heißt, da sind wir immer im Bereich, den ich mit dem Solar leicht abdecken kann. Es ist nur das Problem der Wärme vorne. Und wenn ich halt dann nur 300er Anlage habe, bin ich dann relativ weit unten mit meinem eigenen. Das ist ein Geschirrspüler, da habe ich so ein ähnliches System, das ist eigentlich ein Warmwassergeschirrspüler, den ich daheim habe. Der ist aber auch da eine Aufheizphase. Die Aufheizphase beginnt aber relativ spät, also die ist doch 30 Minuten verzögert nach dem Einschalten erst. Spült da am Anfang oder so, ich habe keine Ahnung. Würde ich das jetzt aber zum Beispiel mit der Waschmaschine, ich könnte jetzt durchaus, wenn ich diese Kurve bekannt ist, sagen, Waschmaschine und Geschirrspüler kann ich gleichzeitig starten, weil die Waschmaschine macht man zuerst warm. Und der andere macht nichts und dann kommt erst der Geschirrspüler. Darum auch nochmal so eine Analyse, wann brauchen die viel Energie? Und Geschirrspüler auch immer nur beim Heizen im Endeffekt, dass viel Energie verbraucht wird. Dann habe ich mir natürlich einen 3D-Drucker angeschaut. Wer hat nicht einen 3D-Drucker zu Hause? Super für die Solaranlage. Da bin ich immer weit unter den Solarergebnissen. Der ist relativ zackig hin und her, weil er natürlich immer nachheizt, diese 200 Grad oder so, die Düse hat und unten die Heizplatten. Und ja, das kann ich super mit Solar abdecken. Wenn ich jetzt meinen Computer anschaue, da bin ich natürlich auch wieder in einem Bereich, wo ich sage, okay, der hat Idle-Verbrauch, ist ja niedrig und wenn er viel braucht, dann fährt das halt voll auf. Das ist jetzt ein 3D-Mark für so einen Desktop-Computer, für einen Gaming-Computer bei mir daheim. Wir sehen die mehreren Spitzen, die gehen gar nicht so hoch rauf, wie ich erwartet hätte, weil doch ein relativ stark Strom oder Energieverbrauch in den Grafikkarten drinnen ist, aber ich bin da immer unter 250 Watt gewesen. Der Windows. 3D Mark, gibt es den für Linux? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Nein, also Gaming ist, bin ja grundsätzlich Linux-Mann, aber Gaming natürlich auf Windows. Wobei, nicht alles, aber jetzt zu dem Benchmark, weil es halt gut vergleichbar ist. Ja, interessant, also die Grafikkarten braucht hier viel und ich glaube, dass dieser letzte Berg, der hinten zu sehen ist, das CPU-Benchmark ist. Das heißt, es schaut so aus, wie wenn auf meinem Rechner die Grafikkarten viel mehr Energie verbraucht wie die CPU. Ich habe jetzt voriges Jahr meinem Sohn einen kleinen PC zusammengebaut und habe mir da einen Thin-Client, weil so als Tipp, wenn man was bauen will, was wenig Energie verbraucht, Richtung Laptop, mit dem Laptop arbeiten oder eben mit einem Thin-Client, die sind jetzt relativ in, weil viel Homeoffice war und so, jetzt ist auch viel haben, relativ viel gebrauchte Thin-Clients. Ich habe mir da einen Thin-Client für meinen Sohn gekauft und tue da kleine Grafikkarten rein dann. Also klein im Sinne von nicht so leistungsstark und halbe Höhe. Die passt dort super rein. Und
Wir sind hier im Bereich von 50 Watt, was wir verbrauchen. Muss man allerdings natürlich sagen, dass der Desktop mehr Grafikkartenleistung hat. Aber interessant hier zu sehen ist, es gibt wieder diese zwei Berge in der Mitte, die jetzt wieder die Grafik sind sozusagen. Und die Grafikkarten verbraucht hier weniger wie die CPU, weil dahinter ist, glaube ich, ein CPU-Benchmark. Und hier haben wir es wirklich sehr gering. Das ist eine Grafikkarte, die sehr wenig verbraucht, die ein Design Power von 40 Watt hat. Die andere wird 170 oder so irgendwas. Ja, dann Kühlschrank. Man sagt immer, kühlen braucht viel Energie und so. Das haben wir auch ein bisschen angeschaut. Das ist ein Kühlschrank, braucht 40 Watt, wenn er eingeschalten ist. Und er schaltet sich natürlich nur zyklisch ein. Das ist jetzt über einen Tag aufzeichnet. Das sind 350 Wattstunden. Ist wirklich sehr wenig, finde ich. Habe ich jetzt im ersten Gefühl aufs Jahr gerechnet, so mit es auch haben, sind 128 Kilowattstunden. Das ist meistens auch wirklich das, was einem auch umbiegt. Wenn man kauft, sieht man ja da meistens also ein Jahresverbrauch. Das schaut mir ganz gut aus, dass das dorthin passt. Ja, kommen wir jetzt zum Knackpunkt, den wichtigsten, den Boiler. Das ist ein Boiler, 100 Liter Boiler, den wir uns da angeschaut haben. Der verbraucht 2100 Watt, wenn er eingeschalten ist. Und wir sehen auf der linken Seite einen Tagesverbrauch, wenn er praktisch immer eingeschalten ist. Da haben wir, es gibt da so Angaben für die Boiler, die beziehen sich aber dann von einer Starttemperatur auf eine gewisse Temperatur, wie viel Energie er da rein muss. Das ist ein realistischer Ding. Da ist praktisch dort, wo jetzt 1,8 Kilowattstunden steht, da ist geduscht worden sozusagen oder Wasser verbraucht worden. Und der hat jetzt 1,8 Kilowattstunden braucht, um diese Energie, die jetzt rausgezogen wurde, ist nachzuliefern. Und zwischendurch sehen wir immer zyklisch, dass er nachgeheizt hat. Das sind so ungefähr 300 Wattstunden. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, hat er 4 kW verbraucht an Warmwasser an dem Tag. Wir haben jetzt, weil man mit der Shelly Zeitsteuerungen auch machen kann, haben wir das jetzt so gemacht, dass nur vormittags der Boiler eingeschalten ist. Das heißt, es reduziert sich jetzt auf ein einziges Mal aufheizen zu der Zeit, wo die Solaranlage auch was liefert. Und da haben wir dann in dem Fall mit 3,53, das bedeutet jetzt unbedingt, das hat aber mit dem Wasserverbrauch auch, aber wir können so den Boiler dazu zwingen, praktisch dann aufzuheizen, wenn die Sonne auch Energie liefert. Man muss aber eins klar sein, wir heizen mit 2100 Watt rein und die Solaranlage vielleicht bringt sie 500 Watt. Das heißt, wir schaffen da nur ein Viertel der Energie aus der Sonne in den Boiler rein, leider. Ja, das kommt. Einen Moment. Also, das nächste kommt die Verringerung des Leitstabs. Ja, wir schauen es uns an, fragen wir noch, vielleicht schauen wir, ich gehe nochmal drauf ein. Also es war eine Frage, wenn der Boiler mit Nachtstrom geheizt wird. Aber schauen wir uns einmal da an, ich gehe nochmal genau auf den Boiler ein. So, jetzt noch Technik habe ich, Elektrik, der denkt sich, wir reduzieren den Boiler und das machen wir mit einem Phasenanschnitt. Das ist Standard. Praktisch einfach, wie wir so rechts sehen, man schneidet ein Stickel von dieser Wellen, von den Wellen ab. Coole Idee. Wollte ich schon bestellen, habe ich mir schon ausgesucht. Gibt es ja Leute, die in Foren das machen. Ja, aber jetzt wissen wir eh schon, die Torregel in Österreich, dann habe ich mal dort nachgeschlagen, dann habe ich das ein bisschen nachgelesen und so, die erlaubt solche Phasenanschnitte nur bis 200 Watt, also nur für so Lampen, kann man sagen, für Dimmlampen. Wenn das jetzt jeder machen würde, wenn jeder 2 kW mit Phasenanschnitt daheim machen würde, das würde das Netz wahrscheinlich nicht sehr, das wäre nicht sehr Netz zum Netz. Würde Probleme machen. Es gibt dann eine zweite Variante davon, der Schwingungspaket, das ist jetzt nur der Unterschied, dass der einzelne Phasen dann komplett wegschaltet sozusagen. Da gibt es auch Regelungen dafür, ich weiß jetzt nicht, ob die genau für das ausgelegt ist, aber ich gehe mal davon aus, das würde in dem Bereich von 2,3, da gibt es so eine Einschaltfrequenzangabe, die würde zwar 12 bis 13, ich weiß nicht, warum das bis ist, aber 12 bis 13 Sekunden und damit kann man es auch schon vergessen. Also da dürfte ich nicht zu schnell schalten mit diesen. Es ist nämlich so, dass auch zum Beispiel Mikrowellen kann man ja runterdrehen, kann man 50% drehen, die kennen nur A-Leistung. Die können nur einschalten und ausschalten, die werden dann auch getaktet. Und offensichtlich nicht allzu schnell getaktet. Also das ist eine Variante, das könnt ihr vergessen. So, wir schauen da jetzt Austria Mailand, das ist also ein bekannter Boilerhersteller. Die haben meistens, nicht bei allen, es gibt Heizpatronen, die jetzt auch fixe Leistung haben, aber meistens gibt es eine Einstellung.
die ist versteckt und Werkseinstellung und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein nächstes Projekt, das schauen wir noch genau an. Also hier kann man normalerweise das umklemmen. Also ich habe in dem Fall einen 100 Liter, die Plaketten ist jetzt nicht vom Originalen, was ich jetzt angeschaut habe, das ist von meinem Bruder eigentlich der Boiler, weil ich habe einen Fernwärmeboiler. Der hat einen 100 Liter Boiler und da gibt es eben die zwei Einstellungen, 4 Stunden 2,3 kW und 6 Stunden 1,65 kW. Das heißt, wir müssen hier nur die Brücke oben rausnehmen. Man sieht dann rechts beim R1, das sind zwei parallele Heizstäbe, die da drinnen sind, oder Heizspulen. Wenn ich davon eine wegklemmen kann, dann habe ich 1,65 kW. Dann komme ich zumindest von diesen 2 kW runter auf 1,65 kW. Und ein Geheimtipp, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, wenn man sich die Differenz jetzt ausrechnet, dann ist das 1,65 plus 0,6, das heißt die zweite Spule. Es gibt da eine mit 0,6 und es gibt eine mit 1,6. Wenn die beide laufen, hat man 2,3. Wenn man die eine wegmacht, hat man 1,6 und wenn man die andere nehmen würde, dann hätte man 600 Watt wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass man hier 600 Watt aktivieren könnte. Und das wäre der Weg, den man in dem Fall gehen müsste. Habe es jetzt noch nicht gemacht, aber naja, das sind einfach so Kabeln, die innen um mich gehen. Also ich schreibe im Handbuch, was soll ich nicht hingreifen, aber ich werde es trotzdem mal machen. Also man muss ja schauen, es gibt da Heizspulen von denen, die aus drei Heizspulen bestehen, die dann in unterschiedlichster Weise immer zusammengeschalten werden. Also das ist die einfache Variante und die dreifache, da gibt es Parallelschaltungen, Serienschaltungen, ganz unterschiedlich kann man die dann leistungsparametrieren. Wobei wir haben einen Bereich, den er nie angibt. Warum gibt er nicht an die 0,6? Weil kein Mensch mit 0,6 natürlich einen Boiler harzen will. Weil, ich meine, rechnet euch das aus. Mit 1,6 braucht man 6 Stunden. Das würde ja ziemlich lang dauern mit 0,6 den komplett harzen. Aber man darf jetzt nicht eins vergessen: Wir wollen ja nicht den kompletten Boiler von Wassereintrittstemperatur auf 65 Grad erhitzen. Wir müssen nur das erhitzen, was rausgenommen wurde und was an Verlusten ist. Ja. Das war so mein Vortrag. Ich habe eine Forderungsunternehmung zum Glück von meiner Firma unterstützt worden, von Christel Seib & Co., wo ich arbeite, und habe das in der Arbeitszeit vorbereiten können. Da bin ich ganz froh, weil in letzter Zeit habe ich nur mit, was ich vergessen habe zu erwähnen, in Graz gibt es auch eine Förderung für diese Art der PV-Anlagen. Die läuft jetzt aber am 29. aus. Das wird jetzt relativ knapp, diese zu beantragen, weil man muss die Rechnungen, die Bestellungen alles haben und das aufgebaut haben im Endeffekt. Ich habe zwei Förderanträge laufen, keine Ahnung, ob es durchgehen oder nicht. Sie sind sehr gering, offensichtlich in Anspruch genommen worden, so würde ich sagen. Sie sind auch sehr ausführlich beschrieben, was man alles liefern muss denen und so. Vielleicht schreckt das ein bisschen ab. Auf jeden Fall ist da noch was im Topf drin, aber leider am 29. läuft es aus und ich habe nachgefragt, es gibt noch keine Nachfolgeregelung. Ich gehe aber davon aus, dass wieder was gemacht wird, nachdem wir ja auch ein bisschen eine grüne Regierung Beteiligung haben, also zumindest in der Staatsregierung. Gehe davon aus, dass da was verlängert wird, aber ich kann da nichts sagen. Muss man sich am besten, wenn man es macht, dann noch erkundigen. Ja, das war's. Gibt es da noch Fragen jetzt? Nein, das glaube ich nicht. Also gibt es Pläne, die 800 zu erhöhen? Also wie gesagt, ursprünglich waren es ja eigentlich 600, das ist jetzt eh schon höher und die E-Control in ihrem Studie sagt Maximum 800 sozusagen. Oder es ist natürlich relativ willkürlich, ja, 800, wäre 900 auch noch okay oder ne? Irgendwo muss man die Grenze ziehen. Ich glaube nicht, dass es erhöht wird, ich glaube nicht, dass, ich habe es vielleicht jetzt auch nicht so genau gesagt, also grundsätzlich, auf die 800 kommt man nicht. Weil man hat jetzt zwei Solarmodule, die beide, also meine habe ich 385, also ich habe die 385er Solarmodule genommen, da kommt man ja gar nicht über 800, einmal nur die Solarmodule. Da muss erst einmal, aus denen kriegt man ja gar nicht so viel raus. Also realistisch ist eher an die 600, bisschen mehr vielleicht. Es ist so, die Wechselrichter, das habe ich vielleicht auch nicht erwähnt, der Homer schreibt, er kann 600 einspeisen, bei der 600er Variante speist er maximal 570 Watt effektiv wirklich ein. Die tricksen auch ein bisschen. Aber ich glaube, das wird nicht erhöht. Es gibt von Homeiles gibt es auch 1800 Wattige, also 1500 Wattige und so weiter. Es gibt größere Mikrorichter, aber die müsste man natürlich dann mit einer Solarfirma dann korrekt alles machen. Das ist nicht dafür gedacht, dass man es in die Steckdosen steckt. Es gibt zwar Menschen, die das machen, wird nicht unter Umständen nicht auffallen, aber
ich halte mich da schon natürlich an die Regelungen. Und wenn mehr, dann immer mit einer Firma, die dann auch schaut, ob wirklich alles passt. Es ist theoretisch, halt kommt es auch darauf an, wie die Verkabelung ist, wie ist die Absicherung, das sollte man sich eigentlich auch ein bisschen anschauen. Also besonders in Deutschland sind die Sicherungen auf 16 Ampere oft abgesichert, die 1,5 Quadrat. Bei uns in Österreich sind sie eigentlich mit 13 Ampere abgesichert. Da ist man in einem relativ guten Bereich, da passiert nichts. Theoretisch kann die Solaranlage ins Netz einspeisen und daneben ein Verbraucher einen Haufen verbrauchen, dann sieht er die Sicherung nicht. Aber das ist unrealistisch eigentlich und würde auch nichts machen. Naja, der Hersteller, also er wollte wissen, wie stellt man sicher, dass das Gerät das hat. Man kann es sich runterladen. Also der macht ja einmal die Zulassung für alle Geräte für ganz Österreich. Also wenn irgendwo diese Garantie ist, dass dieser Tor zertifiziert ist, passt. Top. Nein. Also das sind eigene, also kann ein normaler Inselwechselrichter oder was anderes, nein, das sind ja eigene Wechselrichter, die genau für das gedacht sind. Was anderes kann ich nicht verwenden. Was ich noch nicht gesagt habe, wenn kein Netz da ist, dann arbeitet er natürlich nicht. Das ist ein reiner, der schaut, ob das Netz da ist, muss er ja. Und nur wenn das Netz da ist, speist er ein. Wenn das Netz ausfällt, ist der sofort auch weg vom Netz. Der hat kein, wenn Blackout ist, dann ist der auch aus. Muss auch sein. Jetzt muss man sich mal vorstellen, einer schraubt irgendwas herum und schaltet den Wechselrichter nicht aus, schaltet die Sicherung aus, Strom ist weg und die Solaranlage wieder einspeisen. Das funktioniert natürlich nicht. Dann ist die Solaranlage natürlich auch sofort weg. Es geht nicht anders. Muss sein. Das ist eben dieses, was die Tor-Zertifizierung eigentlich sagt. Die schreibt vor, wie schnell der bei Netzausfall auch wieder weg ist zum Beispiel und natürlich auch, welche Spannungsparameter da sind. Gibt es noch? Bob. Ja, machen wir so. Das heißt, man könnte dieses System jetzt nicht mit Autobatterien. Genau, also die Frage wegen autonom betreiben, nein, das geht natürlich nicht. Also das sind komplett eigene Systeme, so Victron oder so, Systeme, die mit Batterie betrieben sind. Das ist ganz was anderes. Das sind Inselsysteme, die von sich aus funktionieren, wo ich ein eigenes Netz aufbauen muss. Das ist für Hausnetzeinspeisung, so wie ich es beschrieben habe. Warte, ich wiederhole, also es ist relativ einfach zu machen, jetzt weiß vielleicht nicht jeder Elektriker oder Wassertechniker, wie man diesen Boiler umparametriert, aber es ist einfach zu machen und es hat den Vorteil, wenn ein Heizstab ausfällt, kann ich den wegnehmen und den anderen aktivieren und habe dann entweder voll weiter mit der halben Leistung, mit dem Risiko, dass es halt dann komplett ausfällt, oder kann dann zumindest überbrücken, bis ich wieder einen Boiler kaufe. Also, was wir da nochmal in Anmerkung gekriegt haben, natürlich muss ich schauen, dass der Boiler auch entsprechend die Temperaturen erreicht, die ich haben will. Einerseits, wenn ich zu wenig Leistung reinmache und dann gar nicht diese Temperatur erreiche, würde ja der Heizstab immer laufen. Das ist auch die Frage, wie das auf die Haltbarkeit ist. Und ich brauche natürlich aus Hygienegründen eine gewisse Temperatur, muss ich einmal im Boiler erreichen, dass ich dort Keime abtöten kann. Also man sollte nicht zu niedrig da drinnen sein. Besser schaut es aus, wenn ich jedes Mal komplett entleere, aber wenn so ein 100-Liter-Boiler für eine Einzelperson, da ist gut, wenn ich den sicher einmal komplett gescheit aufheize. Ja, genau, die Frage wollte ich eben nicht beantworten. Also die Frage, wie sich das finanziell rentiert und wie lange die Anlage läuft.
Ist die Frage, ob das die Rentabilität ist die Frage, ist das eine Frage, die man sich stellt? Ich sage immer, nein, braucht man nicht. Aus technischer Sicht, man wird sich im Jahr 100 Euro, 80 bis 100 Euro da sparen, gehe ich mal davon aus. Das hängt davon ab, wie schön das Wetter ist, wo man ist. In Graz ist relativ gutes Wetter. Ich gehe davon aus, und mit den erhöhten Preisen wird man jetzt schon einiges ersparen können mit dieser Anlage. Ja, also der Wechselrichter schaltet aus, wenn das Netz weg ist. Ja. Wenn das längere Zeit so ist, ich weiß es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das für den Wechselrichter kein Problem ist. Bitte? Die Energie kommt natürlich immer vom. Also ich gehe davon aus, dass wie bei einer Batterie, wenn die große Spannung hat und die hinten aber nicht keinen Verbraucher habe, dann ist das egal. Das gleiche. Gehe davon aus, dass das bei der Solaranlage auch so ist. Ich kriege zwar eine hohe Spannung, aber wenn ich hinten keinen Stromkreis geschlossen habe, dann passiert auch nichts. Also wisst ihr nicht, dass man da die Energie wieder wegbringen muss. Natürlich bringt der Wechselrichter die Energie nicht weg, wenn kein Netz da ist. Also der Wechselrichter speist sie über das Solarpanel, also das hinten beim Home Miles ist auch eine grüne LED, die leuchtet, sobald die Sonne scheint, sozusagen, sobald er Energie von den PV-Modulen kriegt, unabhängig, ob das Netz da ist oder nicht. Und wenn das Netz dann nicht da ist, speist er halt einfach nicht ein. Ich gehe davon aus, dass da keine Problematik dadurch entsteht. Aber das weiß ich auch nicht so genau. Also, warum ist denn das Netz bei uns nicht da? Also, bis jetzt ist das noch nicht passiert. Ja, oder man kann es auch händisch ausschalten. Über die App geht es natürlich leicht, über die Shelly den zu trennen. Eine Frage noch? Also die Frage ist, wenn die Versicherung sagt, das darf ich nicht, keine Ahnung, wieso soll die Versicherung, erstens ist es gesetzlich erlaubt, müssen wir mal so sagen. Zweitens, was für einen Schaden soll ich der Versicherung melden müssen, Hagelschaden zum Beispiel, oder um welchen Schaden geht es bei der Ja, aber wo soll was brennen? Ja, aber die kann ich ja so kaufen, das habe ich beim Toaster. Der Toaster kann auch brennen. Kann ich nicht sagen, aber wenn der Gesetzgeber das erlaubt, kann ja die Versicherung sagen, nö, dann gehen wir davon aus, vielleicht muss man es ausjudizieren. Keine Ahnung. Geht davon aus, ja, keine Ahnung. Aber so, wird das wirklich brennen? Was brennt da? Die Leistungen sind halt so gering. Gut, brennen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist noch nicht viel passiert. Vielleicht wäre das eine Mehrthematik, wenn da viel passieren würde. Aber wahrscheinlich haben es auch nicht so viele Leute. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es nicht sicher sagen. Ich muss jetzt leider aufhören. Der Stream geht. Also, ich bin ja noch da herum. Wenn noch Fragen sind, kommt es einfach zu mir. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.